Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal kein Gaming-Video, sondern ein Sondervideo, also Metalldetektor-Video mit den T11. Das ist ein sehr guter Detektor. Dann noch eine Schaufel von Fiskars und ein Pinpointer. Und heute gibt es mal ein Schatzsuchen-Video. Vielleicht finden wir was. Der eine oder andere wird sich vielleicht fragen, ob das überhaupt erlaubt ist in Deutschland. Ja, das ist es, außer in Schleswig-Holstein. Und man darf natürlich auch nicht auf Friedhöfen oder Denkmalschutzgebiet suchen. Man braucht halt nur die Erlaubnis von demjenigen, der das, denen das Grundstück gehört. Hier stellen wir erstmal die Sensitive ein. Lautstärke ein bisschen runter. Mal schauen, ob wir was finden. Guckt, hier könnte was sein. Ich drücke hier drauf, dann kann ich den Standort davon genauer bestimmen. Es muss ganz nah hier liegen. Jetzt gehen wir hier mit dem Pinpointer ran. Da muss es sein. Hört das? Jetzt mit der Schaufel. Kleines Loch. Oh, jetzt findet der Pinpointer wieder. Ich habe gedacht, der wäre heile. Boah, schwierig. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr mehr von solchen Videos wollt. Oder ob ich weiter Gaming machen soll. So, guckt, jetzt haben wir hier ein halbwegs gutes Loch. Muss hier sein. Hier, das hier ist es. Das hier ist es. Und jetzt das Loch wieder ordentlich zumachen. Oh, jetzt kommen wir hier Richtung Scheune. Wahrscheinlich werden wir hier nur. Naja. Hier muss es sein, zwei wieder. Wahrscheinlich wieder irgend so ein Teil. Detektor spinnt wieder. Nee, das ist ein Stein. Oh, ich glaube, wir haben was Großes. Natürlich gibt es da, wo ich suche, keine Bomben. Thank you.
Ich hatte den ins Wasser gehalten, weil eigentlich stand da drauf wasserdichter war. Dann war der wohl doch nicht so wasserdicht. Ja. Hier, das hier war's. Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Hier, ja, schönes Mäuseloch. Zweiter Fund für heute läuft. So, jetzt. Also bei 17 brauchen wir meistens nicht zu graben. Gute Zahl. Muss genau da sein. Dieses Mal läuft. Ich wollte gestern auch schon ein Video aufnehmen. Ich habe aber so stark genießt, dass ich musste gefühlt das ganze Video lang nur niesen. Da habe ich eh nichts gefunden außer einen Nagel. Guck mal nochmal mit dem Detektor. Hier ist es. Irgendein Eisenteil. Das nächste Stück. Schöne Hütte, schöner Platz. Schöner, ich glaube. Was sind das nochmal für Früchte? Das waren doch Pflaumen, oder nicht? Da irre ich mich gerade. Ich glaube, das waren Pflaumen. Ja. Schauen, ob ich zu diesem Ort hier nochmal hingehen werde oder nicht. Wir werden sehen. Jetzt wird weitergesucht. Scheint, als hätten wir hier das nächste. Da muss es sein. Wieder ein sehr gutes Ding. Wenn ihr Schatz suchen mögt, dann könnt ihr auch bei einem anderen YouTuber vorbeischauen. Gebrüder Lange. Der findet deutlich mehr als ich. Der macht ja aber auch eine Weltreise. Oder Europareise oder wie auch immer. Dann ist das natürlich klar. Ich fahre immer ein Stück weg. Mache die Videos. Schauen, ob der Detektor jetzt rankommt. Ich bräuchte unbedingt noch einen Kameramann. Mal schauen. Vielleicht finde ich einen. Der wird natürlich nichts sagen. Ich weiß aber nicht, wann es das nächste Metalldetektor-Video gibt. Kommt drauf an, wie ihr es findet. Sonst gibt es halt kein Video mehr. Irgendwo da müsste es jetzt doch sein, oder nicht? Ach, was hier? Oh, er wird nervig. Komm schon, hier war doch eben was.
Okay, irgendwo da muss es sein. Das hier ist es. Könnte eine Münze sein, bezweifle ich, aber weil guck mal, wie dick das ist. Das ist definitiv keine Münze. So, das war auch der letzte Fund. Und dann würde ich sagen, tschüss, ich suche hier noch weiter, wenn ich was finde. Vielleicht mache ich auch noch mal ein Video von den ganzen Sachen dann, wenn ich hier noch was finde. Würde ich sagen, tschüss, lasst ein Like, Abo da. Schreibt in die Kommentare, ob ich das weitermachen soll oder nicht. Ciao.